Hallöchen Leute und willkommen zurück zu... Oh, Musik. Zurück zu Four Pillar Survival. Das ist Seestern. Ich bin Seestern. Und du bist? Gähnchen. Okay, also, wo sind wir beim letzten Mal stehen geblieben vor 2 Jahren? Zwei Monaten wohl eher. Ich gedenke, mich aufgeregt zu haben. Ich gedenke, dass du dich aufgeregt hast. Ich gedenke, dass das Ding dort hinten, na, dieser schöne, natürlich wunderschön designte Turm, nicht schlecht oder so, fertig geworden ist. Okay, also dieses Mal haben wir als Ziel, oh, das ist übrigens ein schöner OST, sehe ich dann. Ich weiß. Oh, die ganzen Mobs sind verschwunden, weil wir zu lang weg waren. Ja, 300 Intros planen und so. Okay, warte. Ach so, ich muss das Ding wieder entfernen, ja. Wow! War vielleicht nicht das Schlauste auf der Welt. Manche Mobs hier drin haben volle HP. Egal, also, was wir jetzt machen wollen. Was? Zuerst einmal, ja, sehe ich denn? Wegen dem Wasser hatten die volle HP zum Teil. Oh ja, stimmt. Hast du das Wasser hier nicht wegen den Creepern hingemacht oder so? Nee, ich hab, ja doch, habe ich hingemacht wegen den Creepern, damit es explodiert und so. Der geht schon hoch, keine Sorge. Also, was wir dieses Mal vorhaben, wir gehen zuerst einmal ein paar Sachen durch, die wir noch, hör auf die Creepers zu hacken, okay, machen müssen, und dann gehen wir die Challenges durch, die mit der Map dazu kamen. Challenges? Ja, die Challenges. Also, wir müssen zum Beispiel bestimmte Sachen craften oder Tiere oder sowas maten, also du weißt schon, maten? Paaren. Paaren. Paaren, Aber, was wir zuerst mal vorhaben, ist zuerst... Darf ich also meine Schaf-Kurmutation jetzt endlich mal durchführen, oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Ja, doch, darfst du. Nur müssen wir 2 Schafe haben und so. Ich weiß nicht, woher wir 2 Schafe haben sollen. Das Problem. Was zum... Aber, was wir zuerst machen... Was? Die Spinne hat dich gerade verfolgt, jetzt gerade ins Nirvana gesprungen. Okay, was wir als erstes vorhaben. Zuerst einmal wollen wir einen Enchanting Table basteln. Wir haben 2 Diamanten. Brauchen wir 2 oder 3? Ich glaube nur einen. Nein, ein Buch brauchen wir. Kannst du mal bitte ein Buch basteln? Wo ist unser Bambus? Haben wir uns Bambus geaddet? Das letzte Mal? Ich glaube, das haben wir tatsächlich vergessen. Das gehört zu den Dingen, die wir vergessen haben. Wow. Scheiße. Okay, das kannst du gerne mal tun. Nur den Bambus. Ja, Bambus. Ja. Ja, stimmt. Das war auf dem Sandblock und oder? Nein, oder? Hä? Ja, da war der Kaktus drauf, glaube ich zumindest. Na, Chest war das dabei, okay. Dann entschuldigt mich, dass ihr das jetzt sehen müsst. Ich weiß, es sieht unglaublich schlimm aus, wenn da dran steht, your game mode has been changed, weil da kein Punkt dran ist. Ich meine, das ist kein vollständiger Satz, Leute, aber das müsst ihr ganz kurz ertragen. Ich kann nicht dir mal ganz kurz meinen Wooden Slabs hier hinschmeißen. Warum? Ansonsten habe ich ja keinen Platz. So, es ist noch ein bisschen ungewohnt für mich. Ein Bambus, da waren da 3 drin. Nein, wir brauchen ja noch einen. Logischerweise. Ich schnapp. Nein, ich muss das richtig tun, wie ein wahrer Seestern. Ich hätte mir jetzt die Dinge einzeln, wenn ich wüsste, wo es ist. So, da, Sugarcane. Dankeschön. Und nochmal einen Satz ohne Punkt und Komma. Wunderbärchen. Okay, haben wir es. Dann kannst du jetzt... 3, verdammt nochmal. Was? Nein, warte, wir haben ja nur 1 drin gehabt. Das heißt, rein in der Theorie sollte ich es jetzt anpflanzen. Ja, solltest du. Gib mir Erde, verdammt nochmal. Ich hasse Spiele, das machen. Oh Gott. Aber wir haben jetzt kein Buch. Das heißt, wir können uns noch keine Enchanting Table basteln oder was. Yep. Übrigens... Schönes Ding. Das voll nicht penetrant in der Gegend rumsteht oder so. Oder irgendwie total ineffizient platziert ist. Es ist am Wasser! Okay, also, wie wär's, wenn wir jetzt erst einmal, nachdem wir das auf hier gewartet haben, erstmal hier. Wie machen wir das jetzt genau? Wollen wir jetzt hier dabei stehen und wie ist das? Weil wir müssen hier dabei stehen, beziehungsweise ein bisschen so hier stehen, damit hier Monster spawnen. Ich würde ja fast schon sagen, wir haben bis jetzt in den Nether ja grob betrachtet rein gar nichts gemacht. Ich habe eigentlich nur diese Horde an Pigmen und Ghasts und hast du nicht gesehen, auf mich heraufbeschwört. Ja. Von daher würde ich sagen, wir müssen hier auf jeden Fall die Nether weitermachen. Und da der interessante Part des Recordings auf dem Recording sein sollte, logischerweise. Gehst du in die Nether, ich bleib hier und wir kommen dann irgendwann zurück. Wie wär's, wenn du in die Nether gehst? Wieso? Weil du in die Nether gehen sollst, ich hab Angst vor dem Ding. Ja, du hast dann die interessantere Footage. Ich meine, ich hab keine Footage. Ach man, du bist ein... Ja, okay, alles... Ja. gut, Seestern, alles klar, dann gehe ich in die Nether. Ich hab ein Feuerzeug und dein Haus ist aus Holz.
Oh mein Gott, ein Zombie. Oh mein Gott, ein Creeper. Sie werden Liebe machen. Auf jeden Fall sind sie ineinander. So viel dazu. Sie umarmen sich gerade. So, den Dirt lege ich ab. Und... Oh, jetzt fühlen sie sich in ihrer Privatsphäre gestört. Ganz ehrlich, ich brauche neue, neue Chests. Ganz ehrlich, wir haben zu wenige. Fenster? Wir haben zu wenige. Ja, wir haben... Ich habe unsere beiden Chests sind bald voll. Wow, vielleicht sollten wir mal das mit drei da drin aufbrauchen oder so. By the way, wir könnten sogar hier mal eine Chest gebrauchen. Einfach um den Loot abzulegen, weil irgendwann wird es ja sowieso zu viel. Gibt es einen bestimmten Spot, wo ich stehen muss, um die maximale Effizienz zu erreichen, oder ist das verdammt nochmal egal? Ich glaube, Entfernung von 16 Blöcken zu dem Spot, wo sie spawnen, ja? Spawnen das heißt, sie. Im Endeffekt... 16 Blöcke und nicht mehr als 32 Blöcke, weil sie sonst wieder despawnen. Mensch. Jetzt hast du alles getötet. Ja, wollte ich doch auch. Ja, aber ich muss sie doch farmen, damit du hier ganz viel Spam-O-Rammer machen kannst. Du kannst auch gerne, weißt du, was du machst? Wie mir ist gerade eine gewisse Ineffizienz bei dir aufgefallen. Was denn? Naja, du weißt doch ganz genau, wenn alle Mobs auf einem Punkt sind, dann kann es passieren, dass du nichts hittest. Und deswegen ist ja sonst bei mir, bei meinen Teilen, ist immer der Platz hinten dran. Das heißt, da können die Mobs reingehen, wenn es zu viele werden, und dann kannst du durchhauen. Okay, mal gucken, wie es funktioniert. Ich weiß ja nicht. Wie wär's, wenn du einfach hier da vorne das Fach 1 weitermachst? Also praktisch... Bist du faul, danke. Wow. Was ich vorgeschlagen hätte, wäre, dass du hier irgendwas hinbaust, damit du hier dabei stehen kannst oder hier arbeiten kannst, während die Monster da spawnen. Oder hier dran. Guck, hier oder so. Hier dran. Und was genau sollte ich hier hinbauen? Dann gucken wir mal auf die Challenges. Eine Crafting-Bench nehme ich die ganze Zeit drauf vor, und damit es so aussieht, würde ich irgendwas tun. Ja, ja, sehe ich dann. Ich weiß, dein Sarkasmus ist wirklich schmerzhaft manchmal. Siehst du, du hast Gott verstört! Du hast mich beleidigt, du verdienst es. Ah ja, okay. Geh in den Zombies. Ich tu mal ganz schnell, toggle downfall. Denn Regen nützt nichts, außer es ist nervig und laut. Solltest du übrigens, glaube ich, nochmal, oder? Ja, du sollst nochmal drücken. Du hast dich quasi angemacht. Nee, oder? Nee, jetzt ist okay. Es dauert noch ein bisschen. Ah, okay, pass mal auf. Wir haben hier verschiedene Challenges. Ja? Die Zombies wollen nicht. Ha? Die Zombies wollen irgendwie. Oh, okay, nevermind. Da was musste sie nur irgendein Mob musste sie einfach nur anschubsen, da war nichts weiter. Ja, das machen die automatisch, keine Sorge. Ist alles da mittendrin in dem Paket. Dass diese Elberköder haben sie 100k und 0,0002 AKB Upstream ist voll gut, vor allem für Let's Player. Mob Upstream. Mob Upstream. 5 Mobs pro Sekunde hoch und 6 Mobs pro Sekunde runter. Ich bin bei dir. Wo bist du denn? Auf dir und über dir und überhaupt und. Ah, mein Gott! Okay, pass jetzt mal auf. Also. Jetzt. Enchant all your tools, enchant all your armor, craft a brewing stand, craft 5 different potions, craft 10 power drails. Dann sag ich dir, während du, Was sind power drails? Weißt du was, du kümmerst dich mal einfach hier rum. Also du kannst hier rum und die Sachen craften. Während ich hier, am Dinge machen bin. Am Dinge machen bin? Dinge machen. Dick machen. Oder wir machen es aber so, wir kümmern uns um die Mobs ziemlich spät, einfach cutten so ein bisschen Footage raus, damit da ganz viele Mobs dran stehen, und wir kümmern uns so lange parallel um Dinge, macht glaube ich mehr Sinn. Würde ich auch sagen, irgendwie. Mitläufer, der Verdammte. Ach was. Meine. Jetzt fliegt hier überall Mob-Loot rum. Guck mal, was ich gestohlen hab. Wo willst du hinfliehen mit den Dingern, ha? Wo? Ich hab sie gerade auf den Weg fallen gelassen. Nee, sag mir mal, was willst du mit den Dingern machen? Wo willst du hinrennen, hä? Wo hast du Zuflucht? Ja, dann spawnst du wieder zurück. Da, genau. Und dann sind die Diamonds im Blauen. Im Blau. Stimmt. Da sind die ganzen Diamonds weg und ich wüsste nicht, wo wir noch welche der Herz bekommen sollten. Wenn du noch weiter hingehst, töte ich dich. Das ist ja okay. Meins. Schubst mich runter. Los dich dann. Schubst mich runter. Nee? Hör auf! Falls ihr es nicht verstanden habt, er portet sich vor und zurück und vor und zurück. So wie vor, ja. Das ist, dass man, wenn PvP aus ist in den Servern, dann kann man nicht mehr die Leute schieben. Dann sieht es so aus, als ob man sie schiebt, wie ich hier sehe, ich dann schieben kann, aber er portet sich wieder zurück auf die Crafting Bench. Pro betrachtet bewege ich mich aber genauso wenig, wie er es vorhin getan hat. Übrigens, ich hinterlasse einfach mal alle meine Tools, alles unglaublich Wichtige, was ich natürlich gerade bei mir habe. Unter anderem ein Spider-Eye. Einfach mal hier drin.
Du kannst auch Cobblestone farmen. Nimm mein Cobblestone mit und tschüss. Du kannst auch Cobblestone farmen. Wo gehst du hin? Ich bin weg. Wieso gehst du hin? Bye bye. Du wolltest da erst nicht hin. Okay, alles klar. Wie du willst. Ich kann nicht chatten, wenn ich hier drin bin. Ich hasse dieses Spiel. Okay, okay. Dann kümmere ich mich mal darum. Also, wir haben einen Cobblestone Generator. Sag check, wenn wir es haben. Ja, ich weiß. Instant Pigment Spawn. Check. Ist auch eine von den Challenges. Hoffe ich doch. Okay, Cobblestone Generator. Check. Made 10 Cows. Haben wir noch nicht, weil wir noch nicht mehrere Eier haben. Genau genommen haben wir 4 zusammen, aber darum geht's nicht. Es geht darum, dass wir Spawn-Eier brauchen. Genug, weil man kann ja nicht eine Kuh paaren. Oder sehe ich, dann habe ich irgendwas verpasst. Naja, du bist auch eine Kuh, von deiner Persönlichkeit her. Also, und wir haben 0 Kühe hier, also... Nehmen wir dich als Kuh. Mir fällt übrigens gerade was auf. Ja, vielleicht vertont es ja noch nach. Oder wollen wir nochmal? Können wir gerne nochmal machen, wenn du willst. Ich find's geil, als ich gesagt habe, wollen wir nochmal machen, ist der Kopf schon hat nach hinten also, gezeigt und der Körper noch. Okay. Nein, der Kopf hat nach hinten gezeigt, aber der Körper noch nicht. Also du hast den Kopf schon umgedreht. Okay.